Okay. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Billard spielen musst du wahrscheinlich nicht, ne? Nee, da gab es ein Rätsel im Resident Evil 1 Remake bei Billard. Da erinnere ich mich Ah, noch. ja, stimmt, stimmt. Das hast du ja auch Let's Played gehabt, ja. Ja. Da habe ich, glaube ich, auch gefailt. Glaube ich. Naja, wo fehle ich auch nicht? Ach, das. Also ich denke, dass ich noch immer mehr Fehler als du. Können wir mal jetzt sozusagen Wette machen, wer fehlt Wettfehlen. mehr? Ich habe ja gleich in meinem ersten Resident Evil 2 Part gleich zweimal gefailt. Ich hab's gesehen, ja. Aber der Anfang Ja. ist auch mies, also der ist echt übel. Ich probiere auch immer in dieser Stadt keinen einzigen Zombie zu machen, aber es ist echt schwer. Obwohl es auf leicht ja gar nicht nötig ist. Ja, man hat ja diese, ich glaube, 100 Munitions extra, gell? Das ist. Ganze Menge auf jeden Fall, ja. Das habe ich völlig vergessen. Du spielst es auf normal gerade, ne? Das hier ist leicht. Ach doch, leicht. Habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. God of War spiele ich momentan auf normal und ich bereue es so sehr. Ja, in manchen Spielen kann man es ja auch während des Spiels umstellen noch. Das sind mir die liebsten. Ja, stimmt. Ich habe es auch im neuesten God of War schon gesagt. Eigentlich ist es mir am liebsten, weil leicht ist mir meistens zu leicht und normal ist mir manchmal ein Tick zu schwer. Ich hätte gern sowas zwischendrin. Das ist. Ja, das Aber. stimmt. Da hast du recht. Das denke ich auch manchmal. Also, naja. Kann man nichts machen. Nee, richtig. Ach, da komme ich gar nicht rüber. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Was ist das? Ah ja, ein Steuerpult. Regelt das Ein- und Ablassen von Wasser sowie die Rotation des Geländers. Gerät benutzen. Voll. Oh je, voll. Ah ja, okay. Dann machen wir erstmal voll und gucken, was passiert. Ja, das ist wieder so ein Kistenrätsel. Ja, ich Die verstehe schon. Die eine machst du doch Kiste. gerne, die Kistenrätsel. Ja. Du spielst ja mit Deadly Premonition an, definitiv. Ja, unter anderem halten. Okay, ich habe das schon verstanden. Ich muss erstmal nochmal das Wasser wegmachen hier. Was passiert, wenn ich links und rechts mache? Ja, dann bewegt sich dieses Teil da vielleicht? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Okay, das geht gerade gar nicht. Wahrscheinlich muss erst das Wasser weg. Ja, genau, richtig. Mal gucken. Hä? Ich kann gar nicht mehr leer. Ach doch, ich. Du hast auf Left wieder eben Ja. gedrückt. Ich dachte, ich könnte eins nach rechts, damit es auf leer geht, aber ich muss anscheinend so. Okay. Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Ja, ich werde dieses Mittelding wahrscheinlich drehen können, ne? Mal gucken, da passiert dann. Genau, das meinte ich auch, dass sich das dann bewegt. Okay. Oh, Server Ja. anscheinend. Kann keine Kiste schieben, da muss ich nachhelfen. Okay. Man musste erstmal verschieben unten, glaube ich. Bevor es weitergeht jetzt. Da liegt auch meine Kurbel, die ich brauche. So. Okay, ich kann ja da drüber steigen, ne? Genau. Gut, ich könnte Ja. nur so. Nee, geht. Die kann man, glaube ich, gar nicht schieben, die Kisten, nur die hölzerne, ne? Anscheinend. Ja. Die stört ja. Ich kann doch da gar nichts drehen dann, wenn die da im Weg ist. Na gut, ich probiere es trotzdem mal. Noch. Nur zur Sicherheit. Okay, sie geht wirklich nicht. Gut, dann kann ich ja eigentlich nur die da hinten drehen, schieben. Und hoffen, dass da was passiert. Mal gucken. Einfach mal Ja. testen. Das ist ja meistens. Das ist das Beste immer. Und aus Fehlern wird man ja schlauer. Wobei ich glaube, da hättest du jetzt noch mehr machen können, aber probier es einfach erstmal aus. Ja, ich guck mir das mal an. Ich weiß nicht mehr.
Das ist genau das, was wir jetzt hier machen, was ich mir eigentlich immer mal so über Xbox Live oder PS3 mal gewünscht hätte, dass man sich so direkt das angucken kann, wie der andere das spielt. Das wäre krass, ja, so ein Konsolenfeature. Das Richtig. Wäre lustig. Ja, jetzt habe ich es natürlich total verbockt, das Wasser muss natürlich weg. Ja, ohne ist schlecht. Mit ist schlecht. So, nochmal. So, jetzt aber. Ich könnte es ja auch mal nach rechts versuchen. Gucken, was dann passiert. Nee, da kann. Das Ding kann sich überhaupt nicht stellen. Ja gut, dann muss ich aber irgendwie diese komische, blöde Kiste da wegkriegen. Das verwirrt mich jetzt gerade. Vielleicht, wenn die anderen gar nicht mehr da dran sind. Aber ich glaube, in die eine Richtung müsste sich das Ding trotzdem bewegen können. In die eine Richtung, weil das dann ja so vorbeigeht. Ja, genau. Ach, ich muss mir das nochmal angucken. Aber ich kann... Ja, ich muss den Raum resetten. Das wird wohl das Einfachste sein. So. Okay. Probieren wir es mal. Ah ne, ich stößt da auch dran. Mhm. An beiden Kisten. So mysteriös, oder? Ja, also ich kann mir jetzt nur vorstellen, wenn die beiden Holzkisten beide nicht mehr an der anderen Kiste dran sind, vielleicht geht das dann, aber eigentlich auch eher unwahrscheinlich, ne? Irgendwie schon. Moment, jetzt fällt mir was ein. Ja. Vielleicht die eine... Die erstmal beiseite schieben, dann das Wasser reinlassen, dass die Kiste nach oben kommt und dann irgendwie. Das macht auch nicht viel Sinn, oder? Ich überlege gerade. Seltsam, dass man die nicht schieben kann da. Okay. Aber sie setzt ja an zum Schieben. Wenn man jetzt gar nicht könnte, dann dürfte sie ja gar nicht erst ansetzen. Ah, warte mal. Sie bleibt ja auch unten, wenn das Wasser ist, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Genau, weil die schwerer ist. Hm. Und das hatte ich jetzt ganz vergessen gerade, stimmt. Was ist, wenn wir die jetzt noch darüber? Dann das Wasser und dann kann ich vielleicht ein bisschen, ja gut, aber... Ach, ich muss mir das nochmal angucken. Hm. Gar nicht so einfach, das Rätsel, ne? Ja, vor allem, ich habe hier auch ein bisschen wieder so ein Wein so aufgemacht und habe ich schon... Das ist jetzt natürlich böse, aber okay, es muss noch klappen hier. Und wegen so einem kleinen bisschen Wein, das dürfte ja nichts machen. Nö, ich denke eigentlich auch nicht. Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen knifflig. Ich kann die echt nicht drehen dann, wenn das Wasser drin ist. Damit können sie jetzt nichts anfangen. Nee, definitiv nicht. Ich kann auch definitiv nicht an die Kisten rankommen, aber ich überlege jetzt mal, wenn Wasser drin ist. Nee, warte mal. Es macht ja nur Sinn, wenn ich sämtliche Kisten hierher bringe, ja. Ich muss die darüber kriegen. Das gibt's doch nicht. Ich muss das doch jetzt hinkriegen. Oder soll ich mich erstmal umschauen, ob ich... Ich könnte ja auch einfach die Tür weitergehen noch, ne? Ja, theoretisch, aber man muss das sowieso machen, ne? Ja, wahrscheinlich. Die müssen alle da drüben hin, wo die eine Kiste ist, ne? Ja, oder wie sehe ich das genau. Jetzt? Ja, das denke ich auch. Damit du darüber kommst. Mhm. Genau. Mhm. Vielleicht fehlt mir noch was. Oder... Vielleicht brauche ich erst... Das könnte sein, ich brauche vielleicht erst Billy und Billy kann die schwere Kiste verschieben. Das klingt sinnig, oder? Ja, da habe ich eben auch dran gedacht. Dann muss viel mehr ein, okay. Ist ja gar nicht... Dann machen wir jetzt erstmal weiter, würde ich sagen. Genau. Vielleicht finden wir ja noch Billy. Genau, das könnte natürlich sein. Ging mir eben auch gerade durch den Kopf, weil dann dachte ich, der ist ja nicht da, aber stimmt, der kann ja noch kommen. Der könnte gefunden werden. Ja, und
wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wird er auch noch gefunden. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber... Ich meine mich endingstechnisch auch an Billy erinnern zu können, aber wie es dazu kam, weiß ich auch nicht mehr. In Resident Evil 0 gibt es ja, soweit ich weiß, auch Räume, wo man langkommt, die in Resident Evil 2 auch schon sind. Ich meine auch, da ist er. Da ist er ja auch noch. Da hätten wir gleich rausgehen oh, Mann. Sollen. Wie lange haben wir jetzt da gefailt? Ach. Okay. Lecker sieht das aus. Ob es da was gibt für uns? Anscheinend nicht. Ja, wir haben Billy wieder und jetzt wäre das Rätsel wahrscheinlich Pipifax. Wie wir es eigentlich von Resident Evil gewohnt sind. Ja, richtig. Aber es ist ja normal, dass man erstmal versucht, das zu machen. Ja, ich denke, das ist jetzt auch kein richtiger Fail. Ich meine, wir konnten es ja nicht lösen in dem Moment. Richtig. Ich habe mir auch schon gerade so vorgestellt, du musst das verschieben, weil wir erstmal rausfinden müssen, wie das geht. Na gut. Dann eben jetzt nochmal. Mit Kraft dahinter. Ja, dann dürfte das nicht mehr so ein Problem sein eigentlich. Jupp. So, was hat denn Billy gerade überhaupt dabei? Naja. Sehr schön. Und da liegt noch Shotgun-Muni. Ich glaube, dann werde ich jetzt erstmal mit Billy nur rumrennen und die Shotgun als Standardwaffe benutzen. So.